Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Elysia Online. Ja, Überraschung. Ich habe mir gedacht, ich hatte jetzt letztens schon mal ein Video gemacht oder hatte in Equestrian darüber geredet, dass ich jetzt nicht so viel Zeit in Equestrian momentan reinstecken möchte, weil es doch häufiger noch vorkommen kann, dass da mal die Beta zurückgesetzt wird. Und ich hatte da einige Auswahlmöglichkeiten euch gegeben, was ihr mir schreiben konntet, was ich sonst spielen könnte. Horse Legends kam nicht so gut an, Equestrian kam jetzt auch nicht so gut an. Riding Club Championships ist halt das Problem, da wollte ich eben eine Folge aufnehmen, es spielt halt niemand, das kann ich euch kaum zeigen. Und dann kam mir die Idee, hey, ich habe doch ein Pferdespiel, was ihr gerne sehen möchtet. Tada! Elysia Online, mein Gott, dass ich das vergessen habe. Ja, vor allen Dingen kann ich hier die Folgen relativ gut einteilen von der Länge her. Und guckt mal, hier ist unser Oreo. Da hinten hier rennt noch Silver rum, aber Oreo ist natürlich hier, oh mein Gott, ne? Oreo, den habt ihr ja noch nicht gesehen in Erwachsen. Das ist er, unser Schatz. Ist er nicht mega hübsch? Ist er nicht mega hübsch? Und vor allen Dingen ist er ja gar nicht so schlecht. 179 ist der bestmögliche Gesamtwert, den ein Pferd von Geburt an haben kann. Da sind wir, ja, leider 12 drunter, aber na gut, es könnte noch schlimmer sein. Denkt dran, es könnte noch schlimmer sein. Für jeden Schritt vorwärts gehst du einen zurück. Heute hast du Pech und dafür morgen viel Glück. Es gibt eben nicht immer nur Sonnenschein, aber denkt dran, es könnte noch schlimmer sein. Aber wir könnten ja auch nochmal züchten. So zu Beginn der Folge. Und dann würde ich gleich vielleicht noch 2, 3 Rennen reiten. Wahrscheinlich eher 1 oder so. Wahrscheinlich eher 2. Lasst uns mal gucken. Dass wir jetzt ein Pferd finden. Ich möchte ein Pferd, was hauptsächlich auf Tempo geskillt ist. Das wäre mir persönlich am liebsten. Guck mal, das wäre doch eine Idee. Oh, das wäre auch eine Idee. Aber der hat nur +1 auf die Fellfarbe. Das ist natürlich schade. Oh, hier ein Schimmel. Guck mal, was dabei rumkommt. Ein Schimmel hätte ich ja nur auch wieder gerne. Ein Schimmel und mal einen richtig hübschen Rappen. Es ist leider eine Niete gewesen. Das ist natürlich ärgerlich für 20.000. Jetzt habe ich allerdings nur ein Kristall bekommen. Oh Mann. Ich werde es trotzdem nochmal mit dem gleichen Pferd versuchen, weil so schlecht. Gut, ja, der Pfeil ging nach unten, aber ich möchte es trotzdem nochmal probieren. Ich möchte es trotzdem nochmal probieren. Danach bin ich dann aber auch blank, dann kann ich nicht mehr toll, kann ich nicht mehr großartig züchten. Dann muss ich erstmal wieder Rennen reiten. Hatte ich nicht auch noch jede Menge jede Menge Geschenke, die ich aufmachen kann? Ich glaube ja. So, oha, das ist ja auch eine interessante Farbe hier. Aber leider keinen so mega guten Gesamtwert, aber das ist ein super hübsches Pferd. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Und wie nenne ich es denn mal? Boah, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Wie nenne ich das Pferd jetzt? Das ist mega cool von der Farbe her. Boah. Jetzt blamier ich mich. Wie schreibt man nochmal Fairy Tale? Oh Gott. Genau. Nicht zu verwechseln mit dem Feenschwanz. Oder mit dem Fairy-Schwanz, das ist eben die Geschichte. Das finde ich jetzt irgendwie cool. Also es ist eine mega interessante Farbe geworden. Sehr cool. Richtig cool. Jetzt muss ich nochmal schauen, was haben wir denn da?
Kein Potenzial. Habe ich irgendwo Potenzial? Nervenkitzel haben wir bei Silver, okay. Fairy Tail, was hat sie denn? Normal. Nein, der geschnittene Schweif. Oh mein Gott, du armes Tier. Fuchs Sabino. Ach, wie schade. Wie schade ist das denn bitte? Ah. Ja, Silver müsste ich eigentlich mal leveln. Können wir uns die Rüstung mal eben holen? Die Möhrchen können wir uns holen. Ja, schade, schade. Jetzt habe ich auf jeden Fall nicht mehr die allermeisten Möhrchen. So, lass uns mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Artikel. Habe ich noch Geschenke? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe noch Geschenke. 10 Stück insgesamt. Lass uns die doch mal aufmachen hier. Geschenke-Opening. Geschenke-Openings sind immer gut. Was haben wir hier drin? 2000 Gems waren da drin. Oha, jetzt habe ich 3300. Uhu. Uhu, uhu. Lass uns mal gucken. Ich bin mal gespannt. Okay. Aha, jetzt. Mal gucken, was wir hier vielleicht noch shoppen können, diese Folge. 10 Overcubes, die 10 Würfel. Ich muss auch mal noch die Quests fertig machen für die Haustierbrutstation. Weil momentan kann ich ja noch keine Haustiere haben. Ist auch so ein bisschen sad eigentlich. So, 1000 Gems nochmal oben drauf. 10.000 brauche ich, um mir eine weitere Box zu kaufen. Das heißt, knapp 6.000 fehlen noch. 5.700, um genau zu sein. 100.000 Möhrchen. Ja, das hat sich natürlich auch gelohnt. Jetzt könnte ich auch wieder züchten. Aber die sparen wir uns jetzt erstmal, glaube ich. Erstmal ein bisschen die Pferde trainieren. So, was haben wir jetzt hier? 3-mal Elixier, um unser Fohlen direkt erwachsen zu machen. Das hätten wir theoretisch bei Fairy Tail machen können. Aber es ärgert mich so sehr mit dem Schweif. So, da haben wir nochmal 10.000 Carrots bekommen. Diese Geschenke, die bekommt man immer zu so speziellen Events. Das sind jetzt Ostergeschenkboxen zum Beispiel noch. Da haben wir nochmal 10.000 Möhrchen. So, 3 Geschenke haben wir noch. Mal gucken, was wir noch alles rausbekommen. Nochmal 3 Growth-Elixier. Kann ich schon 6 Fohlen direkt erwachsen werden lassen? Ich nutze es tatsächlich nie. Schreibt doch mal in die Kommentare, nutzt ihr sowas? 200 Gems nochmal, immerhin ein paar. Jetzt fehlen noch 5.500 für die nächste Box. Und was haben wir hier noch drin? Manager Bell. Ich weiß gerade gar nicht, wofür das ist. Ich muss immer noch die Quests machen. Was ist nochmal die Quest, die wir hier haben? Aufgaben. Wir müssen 10-mal das Pferd mit einem Tuch putzen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Aber wir könnten theoretisch, könnten wir mal Twin Hearts putzen. Die hat es nämlich dringend auch nötig. So, das machen wir jetzt einfach mal, dass wir die Quest fertig haben. Denn die ganzen Quests, die wir bei Thomas oder bei Thomas annehmen können, die müssen wir machen. Und wenn wir die machen, dann kriegen wir auch irgendwann die entsprechenden Zutaten, in Anführungsstrichen, um die Brutstation zu bauen, damit wir Haustiere ausbrüten können, damit wir Eier ausbrüten können. So, das heißt, macht die Quests. Die Tücher hier, da bekommt ihr jede Menge von geschenkt. Also wenn ihr euch da jeden Tag einloggt, dann bekommt ihr die Tücher hier als als Login-Bonus. So, wie oft habe ich das jetzt gemacht? Ich sehe es halt dummerweise leider nicht.
Weil ich habe das vorher ja auch schon mal gemacht. Dann reiten wir jetzt diese Folge halt mal gar kein Rennen. Das war jetzt mehr so ein, war jetzt mehr so eine Pack-Opening- und Quest-Folge. Aber macht ja nichts. Kann man ja auch mal machen, ne? Wie oft habe ich sie denn jetzt geputzt? Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall, habe ich hier, ich glaube, das war die vollständige Quest, oder? Ja, haben wir abgeschlossen. Okay. Dann können wir die jetzt hier bei ihm abgeben, genau. Aufgabe, Schönheit des Pferdes. Oh, schau, Twinhearts strahlt ja förmlich. Dein Arm muss müde sein, aber hat sich die Arbeit nicht gelohnt? Wenn du dein Pferd putzt, steigt damit die Schönheitsleiste. Ein Pferd mit hoher Schönheit kann gute Ergebnisse in der Zucht erwarten, also vergiss das nicht. Du hast dich sehr bemüht, Twinhearts sauber zu bekommen. Dafür bekommst du ein Geschenk von mir. Wuhu, 500 Karotten und noch ein Trank des Wachstums. Wow. So, was ist unsere nächste Aufgabe bei ihm? Haben wir gerade keine? Kann ich gerade keine annehmen? Was haben wir hier? Er hat auch eine Aufgabe. Status Geschichte. Hallo Kadi, schön dich kennenzulernen. Du kannst mich Stato nennen. Ich arbeite hier auf der Farm. Ich bin ein Meister im Herstellen und Reparieren von allen möglichen Dingen. Also wenn du Hilfe brauchst, frag mich ruhig. Manchmal verwechseln mich die Leute mit einem normalen Hasen, aber du hast bestimmt schon bemerkt, dass ich etwas ganz anderes bin. Ich und meine Artgenossen können sprechen und sind Experten, wenn es um die Verwaltung von Geld geht. Es gibt zwar auch normale Tiere, die sprechen können, aber wir sind ihnen durchaus überlegen. Hier gibt es ein gewöhnliches Tier, das auch sprechen kann. Ihr Name ist April, sie ist ein fliegendes Schwein. Wenn du mit ihr sprichst, wirst du sofort merken, wie großartig ich im Vergleich zu ihr bin. Oh. Kriegen wir Ritterhufeisen. Okay, also, da haben wir die Quest, jetzt mit April zu sprechen. Hoppala. Und Yuna hat auch noch eine Quest für uns. Boah, die hat jede Menge Aufgaben für uns. Okay, das können wir uns vielleicht beim nächsten Mal anschauen. Dann machen wir hier mal die Quests bei Yuna. Ich verabschiede mich für heute erstmal von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. When I want